Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Crash Bandicoot 2, Cortex schlägt zurück. Ein Spiel von Naughty Dog, Sony Interactive Studios, Universal Interactive Studios, meine ich. Und Sony Entertainment. Von mir Let's Play für euch. Ich glaube, das war irgendwie falsch, was ich gesagt habe am Anfang, aber egal. Ja, gerade frisch den ersten Teil zu Ende gespielt, fangen wir direkt den zweiten Teil an, den ich wahrscheinlich meinen Titel hier einfach nur als Crash Bandicoot 2 hier reinschreiben werde, weil das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu lang. Mit Cortex Stück zurück, obwohl da geht es auch um Cortex und also was und was weiß ich. Ja, Problem, ich kann immer noch nicht mit einem Analog spielen, lässt sich einfach nicht einstellen. Ich glaube, das wird bei den anderen Spielen auch so sein. Und ja, ich würde sagen, ich wollte gerade auf neues Spiel drücken, verdammt. Nein, ich möchte nicht gespoilert werden. Geh weg, geh weg, geh weg, ich will keine Demo. Weg da. Oh mein Gott, jetzt wissen wir schon, wer der Hauptcharakter ist. Na gut. Nochmal. Crash Bandicoot 2. Jetzt ins Deutsch. Deuten Sie zum Beginn die Starttaste. Ja, sehr gut. Gut, fangen wir jetzt an. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu laut im Vergleich zu meiner Stimme, aber was soll's. Ja, und da haben wir beim ersten Teil ja aufgehört. Kristall! Na klar! Ein Jahr später. Aber Meister Cortex, für die totale Macht brauchen wir nicht nur den Hauptkristall, sondern auch die übrigen 25 kleinen Kristalle von oben. Die sollen wir dir holen, wenn wir auf der Erde keine Verbündeten mehr haben. Du Narr, glaubst du, ich weiß nicht um unsere Lage? Wenn wir auf der Erde keine Freunde mehr haben, brauchen wir halt einen Feind. Das macht keinen Sinn. Egal. Crash? Crash? Crash, meine Batterie ist leer. Mach dich nützlich, großer Bruder, und hol mir meine Ersatzbatterie. Alles klar. Übrigens, wer bist du? Ja, das hier ist Coco, Crashs kleine Schwester. Und ja, wir müssen für sie eine Batterie finden, ist klar. Was können wir? Wir können, wie im ersten Teil, springen, drehen. Wir können, glaube ich, jetzt auch. Ja, wir können uns ducken. Wir können den hier. Puff. Wir können den hier. Und wir können den hier. Putsch. Und Crash guckt nicht mehr so paranoid wie im ersten Teil. Sehr gut. Oh, da wird Spaß. So, warte mal, da kann man runterfallen, oder? Ja, okay. Ja, hier haben wir Aquaco. Das heißt, mit dem können wir jetzt einen Schlag hier einstecken. Boah. Ja, man hat gesehen, Cortex plant wieder was. Oh, das ist ein Leben. Das ist ein Leben. Und, ja. Er will sich an seine Feinde wenden anscheinend, um sein Ziel zu erreichen, alle 25 Kristalle zu bekommen. Ich frage mich, wen er damit meint. Wer könnte ein... Was für ein böser Wissenschaftler könnte denn schon irgendwelche Feinde haben, ne? Ja. Also der erste Teil war ja ein richtiges Fiasko, so in Sachen spielerisches Können, also... Oh, verdammt. Er ist irgendwie nicht gut ausgegangen. Mal gucken, wie er den Teil hier wird. Okay. So, so, so. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wird wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum siehst du fünf Türen. Hinter jeder Tür liegt ein gut versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mehr werde ich im Augenblick nicht sagen. Wir sprechen uns wieder. Ja, okay. Wer warst du nochmal? Ja, und wir können speichern, das ist gut, ja. In dem Spiel wurden ein paar gute Sachen eingeführt, die im ersten Teil gefehlt haben, was ich gut finde. So, oh, passt das? Ja. So viel Zeit muss sein. Nein! Ich heiße nicht da! Nein, ich heiße nicht Daniel. Ja, Steuerkreuz. Jetzt wollte ich echt wieder aufs D geben.
Ja, so viel Zeit muss sein. Zack, Bams. Alles klar. Ich muss gleich wieder einen Akku reinstecken, weil mit dem Intro kommt wieder mein allseits bekannter Gefährte hier. Ja, unsere Aufgabe in diesem Spiel ist irgendwie klar. Wir müssen hinter jeder dieser Portale gehen und uns einen Kristall schnappen. Da oben sieht man ja auch die Namen der Level, Turtlewoods, und da sieht man einen Kristall und zwei Edelsteine. Und hier sieht man ein Kristall und zwei Edelsteine und hier sieht man ein Kristall und zwei Edelsteine. Was zum Teufel? Ja, die Edelsteine, die bekommt man, wenn man alle Kisten kaputt macht, und im Gegensatz zum ersten Teil muss man hier nicht alles im ersten Durchlauf machen, ohne zu verrecken. Da finde ich sehr gut. Deswegen könnte ich auch mir vorstellen, dass ich hier die 100% schaffen könnte. Mal sehen. Ja. Warum Cortex ausgerechnet uns hier bittet, um zu helfen? Keine Ahnung. Irgendwie haben wir ja im ersten Teil noch unsere Freundin, Frau, was weiß ich, Pärchen, Mitglied versucht zu retten. Dann kommt auf einmal Coco und ist unsere Schwester und ja, keine Ahnung. Mach mal einfach weiter, das ist alles so kompliziert. Wir müssen uns doch nicht auf die Story konzentrieren, hallo? Ja gut, weiter. So, Turtlewoods, die erste Level. Mal gucken, wie oft ich sterbe. Und leben bitte. Nein, verdammt. Und immer noch schön mit dem Steuerkreuz, weil ja, das ist voll retro. Weil ich jetzt einfach nicht umstellen kann im Menü. Bin ich sowas von doof. So, ups. Da oben sieht man die Anzahl der Kisten, die man hat. Hier kann man, glaube ich, ertrinken, oder? Nee, okay. Die Level habe ich in der Demo schon gesehen. Also, wenn man nichts drückt, dann kam diese Demo hier, diese Level hier. Und ja, deswegen war ich schon ein bisschen. Und dann ist irgendwie, glaube ich, der Computerspieler oder der Typ, der halt gespielt hat, hier einfach runtergesprungen, weil er kann. So, wir können auch das hier. Ich wollte jetzt eigentlich den hier machen, aber ja, fängt schon wieder geil an. Mon Leben. So, hier ist ein Geheimnis, aber ich hole mir erstmal das hier und. Also, okay. Boah, Bonus-Level. Wenn ihr nichts dagegen habt, dass ich das hier ein bisschen langsam, nee, doch nicht, trotz lange, ich dann ein bisschen langsam angehen, weil ich muss mich wieder einspielen. Es war nur ein paar Tage her, seit ich den ersten Teil gespielt habe, aber man weiß ja nicht. So, kann ich auf euch springen und dann dreht ihr euch um. Ja. So, Kontrollpunkt im Dings, okay. Ja, aber man hier ab. Kann vielleicht so, ich wollte schon sagen, sie hat die Feder von Aku Aku. Ach ja, die Maske heißt übrigens Aku Aku und da ist Nitro. Das wurde, glaube ich, auch erst in dem Teil ja eingeführt, ne? Oh Mann. Au. Ja, geil. So, komme ich da irgendwie hin? Jo. Leben und Ruhm. Ja, ich muss ja die Dinger hier alle kaputt machen. So, das können wir machen. Wir können den hier und dann den hier machen. Hey. Verdammt, wie soll ich denn jetzt da hochkommen, Mann? Mann! Verarschung. Ja, toll, habe ich jetzt schon vermasselt. Leck mich. Kann ich da irgendwie so hoch? Nee. Ich muss nur die Kisten kaputt machen, verdammt. Ich möchte gerne mal sterben. Boah, bin ich weit geflogen, habt ihr das gesehen? Ja, hier tue ich ruhig ein paar Leben wegschmeißen. Da musste ich schnell genug sein, verdammt. Ich brauche mal gerne Leben, danke. Nein. Oha. Das erste Level übrigens, ne? Und ja, ich habe den ersten Teil geschafft. Upsala. Ich glaube, mit so einer Druckwelle am Boden kann man irgendwie auch die Druckkisten kaputt machen, aber ich möchte jetzt nicht so. Oh. Ausprobieren, Hilfe.
Muss ich nur gedrückt halten? Ja, ne? Schade, ich krieg das Leben nicht zurück. Und ich drehe mich jetzt auch nicht immer weiter. Nein, Mann! Oh. Ey, das ist so... Oh. Ich will das schon schaffen, hallo? Ich will wenigstens einmal was in meinem Leben erreichen. Ich konnte schon im ersten Level ja K.O. gehen. Also Game Over. Dreck. Was ist denn da schon wieder passiert, ey? Ja, also, falls ihr irgendwie erwartet habt, so was wie Skill oder so, ne? Ihr seid gewarnt. Wow. Ey, warum tun die denn direkt so was Schwieriges hier einbauen? Ich kann das sogar schaffen, leckt mich. So. So. Ich glaube nicht, dass sich das gelohnt hat, aber egal. Vor allem, das ist nur die erste Level, ne? Upsala. So, und diese grünen Dinger machen Nitro-Kisten kaputt. Bams. Falls ich nicht schon darüber gelaufen bin und die kaputt gemacht habe. So, geil. Speichern. Bam, das ist ein Checkpoint übrigens. Muss er erklären, was hier los ist, ne? Da ist noch eine Bonus-Level, leckt mich. Also, okay. Dann machen wir so. So, noch eine Bonus-Level, warum denn nicht? Ja, das ist eine Bonus-Level, okay. Dann war hier nur so ein schwierigeres Ding. Ich finde das gut, dass man den hier machen kann. Zack. So, das war eine Bonus-Level. Hier kriegen wir nur Leben und Äpfel und was weiß ich. Wumpa-Früchte meine ich. Natürlich, das sind keine Äpfel. Das sind Wumpa-Früchte und ich frecke noch, wenn ich hier ertrinke, glaube ich. Ich habe wirklich auf alle Kisten. Da wäre voll das Glücksgefühl hier im ersten Level. Bams. Wudisch. Sehr gut. So, ach, die Dinger kann ich auch noch. Kommt! Ja. Ja, davon gibt es noch ein paar mehr. Ich kann mich gar nicht erinnern, glaube ich, den zweiten Teil irgendwann mal durchgespielt zu haben. Habe ich das? Wisst ihr das? So, perfekt. Mit ein bisschen Leben hier farmen, so für, weil ich die notwendig habe. Aber ich glaube, den schlimmsten Teil, aua, habe ich schon hinter mir, nachdem ich den ersten Teil gespielt habe. Und da ist so ein Kristall, den wir brauchen. Und da ist ein Leben, das ich auch brauchen werde. Oh Mann. Ich glaube, man kann sich auch hier rüberschummeln, indem man einfach so am Rand durchgeht. Wenn nochmal so ein Ding kommt, versuche ich das mal. Boah, und jetzt falle ich hier runter. Yay, Edelstein. Boing. Aber irgendwo habe ich ein Ding verpasst anscheinend. Weil es gibt ja jetzt zwei Edelsteine. Aber egal. Hat sich gelohnt. Turtle Woods abgeschlossen. Wie man diese farbigen Edelsteine bekommt, weiß ich sowieso nicht. Boah, da tanzt er. Da ist der Tanz eingeführt worden. Crash! Boah, geil. Was? Okay. Story. Gut gemacht, Crash. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt hör gut zu. Diese Hologramme kosten viel Energie. Bei meinen Studien bin ich auf eine Kraft gestoßen, die die Welt zu zerstören droht. Kristalle sind das einzige Mittel, diese Kraft aufzuhalten. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Du musst mir daher unbedingt diese Kristalle holen. Da, Crash? 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 Bist du da, Crash? Crash? Bist du da, Crash? Also meine Batterie? Nein. Okay. Ich würde sagen, ich beende den Part hier einfach mal schon mal. Kurzen Part hier, so die Einleitung und so, ne? Ja, wir haben 3%, das ist auch was. Bams. Das Problem ist, wenn irgendwie eine Aufnahmefehler passiert, dann kann ich einfach nochmal in die Level reingehen. Ist auch kein Problem. Dann gehen wir in der nächsten Level hier nach Snow Go.
Und ich hoffe, bei einigen Leuten kommt das Projekt gut an. Einige Leute gucken sich das Projekt an und so. Überhaupt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht bei Crash Bandicoot 2. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.